So, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, dass wir hier in diese Richtung schauen, hier so Richtung Süden. Vielleicht finden wir da irgendwas, weil klar, hier hinten gibt es zwar auch was, aber mich interessiert erstmal hier unten die Ecke. Weil wenn hier dieses eine Teil ist, vielleicht von dem Schiff, vielleicht finden wir hier noch den Rest. Wäre zumindest so eine Überlegung. Aber jetzt möchte ich natürlich warten, bis hier dann die Sachen entsprechend fertig sind. Achso. Oh, okay. Naja, das brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Ja, dann lassen wir denen das alles verwerten. Ist natürlich umso besser, ne? Je mehr ich da jetzt rauskriege. Hat das überhaupt irgendwie eine Verfallszeit? Nee. Das heißt, dann kann ich den Kühlschrank hier abschalten. Oh. Okay, nee, brauche ich gar nicht abschalten. Wenn wir das sehen, jetzt wenn die Sonne langsam rauskommt, wie viel Leistung das hat, ist das schon echt ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht, ey, dass die vier Module so viel bringen. Wow. Krass. Also krass, das ist nicht so mega krass, mega, mega viel. Also, wenn wir jetzt irgendwie noch so einen Reaktor mit anschließen, beziehungsweise so einen Konstruktor mit anschließen, wird schon ganz schön knappig, aber oh, immerhin, ne? So. Ich möchte noch mal ein bisschen Sprit machen, vorsichtshalber, weil wenn wir da am Bohren sind, dann kann das ja doch relativ schnell alle gehen oder leer werden. Ja, vorsichtshalber einfach, ne? So, einen Slot muss ich fürs Motorrad lassen. Das heben wir dann jetzt auch in Zukunft immer auf, ne? Wenn wir irgendwie absteigen oder sowas, wird es immer aufgehoben. Genau, das machen wir nicht nochmal. So viel habe ich davon. Kaum was davon verbraucht, ne? Wahnsinn. Sehr ergiebig. Das ist natürlich super für uns im Endeffekt, ne? Weil dann haben wir noch jede Menge übrig. So. Na komm, los, ich will langsam losfahren. Sehr schön, wunderbar. Ja, ich muss ein bisschen was essen. Okay. Dann hacken wir jetzt zu dem See und gucken uns da mal um. Na, vielleicht haben wir da ja irgendwas Passendes. Kann ja durchaus sein. Das ist Eisen. Nehmen wir mit. Eisen haben wir nicht so viel. Das ist, glaube ich, nur normaler. Nee, ist doch noch was. Okay. Ja, wir nehmen alles mit, was wir finden können auf dem Weg. Da hinten sehe ich irgendwie einen. Okay, Eisen wieder. Sehr gut, haben wir nämlich auch zu wenig. Ja, wir hatten hier schon mal angefangen, aber dann haben wir uns von den Wracks ablenken lassen. Und sind dann andersrum gelatscht, weil wir unbedingt noch was gesucht haben, wo wir halt unterkommen können. Ja, aber diesmal sind wir ja mit einer anderen Mission unterwegs. Also können wir schön am Ufer weiter tingeln. Genau.
So. Genau, einmal kurz umdrehen. Das ist, glaube ich, nur normaler Stein, ne? Nehme ich trotzdem mit. Schotter können wir auch gebrauchen. Ja, wenn man sich nicht um den Schotter kümmert, ne? Hat man immer keinen mehr. Alte Weisheit. Jede Menge schöne Sachen hier. Auch nur ein Stein. Nichts Interessantes. Ungewöhnlich. Na gut, es kann ja nicht an jeder Ecke jetzt was Interessantes sein. Das wäre auch ein bisschen komisch dann auf so einem großen Planeten. Ja. Das wäre dann schon so ein bisschen verdächtig. Weiterfahren. Wir wollen nicht angehalten werden. Nein, nein. Ah, sieht gut aus, ne? Ich muss echt sagen, also das Dickichtieren und alles super toll gemacht. Spiel hat sich wahnsinnig zum Positiven entwickelt, muss man echt sagen. Also auch dieser kontinuierliche Entwicklungsprozess, wo man wirklich Schritt für Schritt sehen kann, halt wie es vorangeht und wie immer mehr neue coole Features hinzukommen und wie man auf die Community halt hört und versucht, deren Wünsche zu berücksichtigen und mit dem Spiel zu integrieren. Echt super geil, nach wie vor. Finde ich schon fast einmalig. Also zumindest hat man das selten. So, kurz absteigen. Ich will das kurz einsammeln hier. So, und weiter geht die Fahrt. Ja, wie gesagt, immer am Ufer lang, ne? Ah, da geht's schon wieder zurück. Okay. Auf die Karte werfen. Naja, wir sind bald einmal rum, ne? Hat nichts gefunden. Wahnsinn. Dann doch schon so ein großes Gebiet jetzt schon erkundet. Also vergleichsweise großes Gebiet, ne? Und dann doch nichts gefunden. Wahnsinn. Ich tingle mal hier so quer durch. Das Eisen. So. Ja, gerade Eisen ist wichtig. So, mal das mitnehmen. Solange diese komische Killerpflanze nicht wieder auftaucht, ist auch alles okay. Wobei wir die ja ganz gut platt gekriegt haben, ne, mit der Pistole. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Oh, das ist der Glibber. Das war das erste Vieh, was ich jemals getötet habe bei Imperion. Das habe ich gesehen und habe einfach das Feuer eröffnet. Ja. Oh, weia, ey. Okay, ich würde sagen, wir folgen einfach mal diesem Weg hier. So halbwegs. Dum 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 dum.
Ups. Na. Wir können einfach mal so in die Richtung fahren. Fahren wir einfach mal los. So. Gucken, wo wir hinkommen. Einfach immer geradeaus, bis wir irgendwas Interessantes finden. Irgendwann sollte ja schon mal was auftauchen. Oh, was ist das denn? Sieht cool aus. Ja, gefährlich cool. Ja, das ist sowas, wo man, glaube ich, nicht anhalten möchte, so eine Ecke. Ich glaube, ich habe hier... Ja. Silizium. Davon ist schon wieder was. Cool. Sau gut. Klar, ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr, damit wir was machen können. Aber zumindest haben wir schon mal was. Ja, das ist wichtig. Voll gut. Sorry, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Also voll dagegen gebufft. Das war wirklich keine Absicht. Also echt jetzt. Das ist Kupfer, okay, also Kupfer, das will ich jetzt gerade nicht einsammeln. Das ist auch wieder Kupfer. Mal hier gucken, ob wir da hinten was haben. Das sieht nach Eisen aus, okay. Eisen nehme ich mit. Ja, Kupfer haben wir noch relativ, also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir relativ viel Kupfer immer haben und auch finden. Also ist das jetzt nichts, was ich so vorrangig mitnehmen möchte. Halt, warte mal. Jetzt will ich eine Pflanze einsammeln. Ja, das bringt aber gut Erfahrungspunkte. 100 Punkte für so eine Pflanze einsammeln. Mega geil. Die da vorne, die kann man nicht einsammeln. Ja, deshalb hier auch so andere Pflanzen. So wie das hier, den wir noch nicht gesehen haben. Unbedingt einsammeln, beziehungsweise Gemüse immer von Vorteil. Auch wieder Eisen, okay. Aber trotzdem noch nichts gefunden, ne? Wahnsinn. Naja, wir sind jetzt schon wirklich weit gefahren. Also verhältnismäßig. Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch wieder... Nee. Nur Stein. Mist. So ein Kack. Dabei hätte ich mich so gefreut, was anderes zu finden. Aber nun gut. Da oben müsste man eigentlich Silizium finden. Irgendwie habe ich festgestellt, oder habe ich das Gefühl, dass es mehr in bergigen Regionen ist. Also gucken wir da mal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.